Okay. Hallo, ich soll mich jetzt selbst vorstellen, weil hier keiner gerade hochkommt, weil ich jetzt hier stehe. Ich bin Hanna Kindlein, bin Sozialpädagogin und Peer-Counselorin und auch behinderte Aktivistin in der Behindertenpolitik. Und ich spreche heute über Probleme der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Also vielen Dank für die... Vielen Dank für die Einladung, denn es ist wichtig, auch über sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu sprechen. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, selbst zu wählen, wie und mit wem Sexualität gelebt wird. Die Realisierung ist allerdings für viele Menschen mit Behinderung immer noch keine Selbstverständlichkeit. Häufig gelten Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft noch als asexuell und ihnen wird somit das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung abgesprochen. Viele Menschen mit Behinderungen, vor allem Frauen, schämen sich für ihre Sexualität und wollen nicht darüber sprechen, weil das Thema Sexualität und Behinderung tabuisiert wird. Von daher wünsche ich mir einen offenen Umgang mit dem Thema in der Gesellschaft. Der eigene Umgang mit der individuellen Sexualität setzt aber zum Beispiel auch Aufklärung und gegebenenfalls medizinische Beratung voraus. In der regulären Gesundheitsversorgung, insbesondere für Frauen mit Beeinträchtigungen, gibt es noch immer große Barrieren im Gesundheitssystem, sowohl strukturell als auch ideologisch. Noch immer gibt es beispielsweise in Deutschland kaum gynäkologische Praxen, welche auf Frauen mit Behinderung eingestellt sind, denn es bedarf besonders hier meist noch mehr als zum Beispiel einen stufenlosen Zugang. Daher sage ich, dass die Frauen eine qualitativ gleichwertige gynäkologische Versorgung erhalten müssen, wie sie nicht behinderte Frauen in der Regel bereits erfahren. Dafür bedarf es räumlicher, zeitlicher, personeller und fachlicher Ressourcen, die der Staat bereitstellen muss. In Deutschland gilt seit 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention, in der die Menschenrechte für die Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert werden, als Bundesrecht. Artikel 25 der UN-BRK beschäftigt sich explizit mit der Gesundheit und beschreibt das Recht behinderter Menschen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Im Rahmen dieser Gesundheitssorge ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass behinderte Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen. Deshalb fordere ich die Umsetzung dieses Artikels der UN-BRK und somit eine adäquate Gesundheitsversorgung für alle und einen selbstbestimmten Umgang mit Familienplanung und Sexualität. Denn jeder hat ein Recht auf Sexualität. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung schließt das Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch mit ein. Es ist immer noch davon auszugehen, dass die Zahl sexueller Übergriffe auf behinderte Menschen 2 bis 3 Mal höher ist als bei Menschen im Bevölkerungsdurchschnitt. Besonders betroffen von sexualisierter Gewalt sind Mädchen und Frauen mit Behinderungen und hier vor allem diejenigen, die in Institutionen und Einrichtungen leben. Ich fordere einen umfassenden Schutz für Frauen mit Behinderungen vor sexualisierter Gewalt.
Artikel 16 der UN-BRK verpflichtet die Konventionsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderung vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte zu schützen. Deshalb fordere ich auch die konkrete und die Umsetzung dieses Artikels. Eine entscheidende Voraussetzung für die sexuelle Selbstbestimmung ist jedoch die generelle Selbstbestimmung im Alltag. Bis zur Verwirklichung der Selbstbestimmung im Alltag, welche die sexuelle Selbstbestimmung mit einbezieht, von Menschen mit Behinderungen, liegt noch ein langer Weg vor uns, trotz 10-jährigem Inkrafttreten der UN-BRK. Hierzu bedarf es jeglicher Anstrengung aller AkteurInnen, damit Sexualität mit Behinderung selbstbestimmt und selbstbewusst gelebt werden kann. Vielen Dank.